Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir haben jetzt eigentlich eine Quest also neu angefangen. Jetzt, was hier den Dings, der Schrein des Kreuzritters, der ist hier vorne. Also müssen wir mal dahin, beziehungsweise wir müssen auch einmal rasten. Wir sind ja in der letzten Folge endlich mal aufgestiegen. Endlich. Ist das eine Taverne? Können wir da eben rasten? Ich hoffe, das kostet nicht zu viel. Tränke zum schlechten Omen. Klingt schon mal super. Ich glaube, hier können wir rasten. Guten Tag, werter Herr. Gruß euch. Wir haben jede Menge Kammern, wenn ihr eine wollt. Ja, habt ihr denn ein Bett? Ein Bett? Gut, natürlich, aber natürlich. Ich habe eine kleine Kammer frei. Nur die Treppe hinauf, die erste Türe links. Nur 10 Goldstücke. Was okay, meint ihr? 10 Gold, das nehme ich. Also gut, alles ist bereit. Denkt daran, die erste Türe links. Okay, die, Lebt wohl. Die dritte Tür rechts. Freunden, die Schenke zum schlechten Omen hat geöffnet. Wie immer. Okay, der... Ich verstehe, warum es jetzt nur 10 kostet. So, wir haben es 11 Uhr abends. Das heißt, wir pennen bis 8 Uhr morgens. Würde ich sagen. So, und wir investieren in Stärke. So wie in die beiden hier nochmal. Konstitution sind wir auch schon bei 82. Das ist das, was wir am stärksten geskillt haben. Das finde ich heftig. Aber ich würde da rein investieren. Stärke so oder so, ohnehin. Schnelligkeit auf jeden Fall auch. Würde ich mal so lassen. Und dann müsste es jetzt hell sein. Beziehungsweise hell werden. Bin bald hier in der Nähe so ein Oblivion-Tor ist. Ist jetzt so ein Gewitter. Aber wir gehen ja weiter Richtung Pelinal. Das ist die falsche Richtung, die ich gehe. Ich muss nach Norden. Und da ist das Oblivion-Tor, deswegen ist noch ein Gewitter. Und den Weißgoldwurm, den sieht man wirklich von überall. Ist heftig. Das Einzige, was man wirklich von überall sehen kann. Aber wir wollen trotzdem weiter Richtung Norden. Ich finde diese Blutspur hier einfach genial. Die Tiere hier hinterlassen, wenn die einen hinterherlaufen. So, Hornhöhle. Ist hier irgendwo? Apropos, wie sieht's denn jetzt aus? Zunächst, wir haben schon wieder so viel. 61, 34, 55, 30.
Warte mal. Schwertkampf haben wir auf jeden Fall 61. Was haben wir noch, was wir hier... stumpfe Waffen müssen wir auch mal machen. Nahkampf, Boxen. Schütze müssten wir mal machen. Ah, okay. Stumpfe Waffen, also Keulen und sowas. Nahkampf. So unter Kampffertigkeiten, aber... Für Äxte oder sowas habe ich jetzt nicht gesehen. Oder war ich jetzt blind? So, und wir müssen da jetzt ins Wasser, oder wie? Für Pelinal. Ja, jetzt die nächste Brücke noch. Okay, also noch nicht hier, sondern da hinten. Ich hoffe, wir werden hier, hier müssen wir jetzt hin. Und da ist ein Nierenwurz für Synderion. Das sammeln wir eben noch ein. Jetzt stelle ich mir wirklich die Frage, muss ich jetzt tauchen? Da unten war ganz kurz was zu sehen, da. Es besteht durchaus die Chance, okay, hier sind Untote. Was ist das? Alter! Erschreckt mich nicht! Ich will mich jetzt nicht infizieren hier. So, wer bist du? Einfach nur irgendein Skelett. Auch nur irgendein Skelett. Was ist das hier? Eiserner Bogen. Knochenmehl, Knochen, Schädel. Ich sammle hier jetzt nicht einfach unnötig irgendwas ein. Hier gibt es gar nichts. Schalter. Ich habe die Sorge, dass hier vielleicht gleich irgendwie so ein Erladen-Geist rumirrt. Da gehe ich nicht rum.
mal hier Erledenfass. Das nehmen wir mit. Mist. Hat gar keine Wirkung. Wie besiegen wir den? Ich habe eine Idee. Wir haben ja hier einen Silberbogen und Silberpfeile. Das funktioniert wenigstens. Ein bisschen. Wenigstens ein bisschen. Mist. Silber, also Silber ist es, was wir brauchen. Gegen solche Geister. Okay, Pfeile liegen auf jeden Fall unten rum. Silberpfeil, Silberpfeil. Da ist er schon. Schützefertigkeit verbessert im. Okay, so besser. Und so fliegen wir. Mist. Was ist denn das für ein Zauber, was er da eigentlich hat? Achso, das ist ein normaler Geist. Jetzt habe ich ein Problem. Habe ich keine Pfeile mehr? Silberstreitkolben. So, Silberpfeil. Ektoplasma. Ektoplasma suchten wir doch für irgendwen. Kann das sein? So, jetzt eben die ganzen Pfeile wieder einsammeln. Hatte der was? Nope. So, einen Moment, ich muss mal eben den Stuhl wieder hinkriegen. Der ist. Der rutscht immer wieder runter. Ich brauche definitiv einen neuen Stuhl. Der. Da ist irgendwie was kaputt. So, da müssen wir hin. So, die Wiederherstellungs... Okay.
Dann bleiben wir erstmal bei der Silberkeule. So, Eisenpfeile. Hier. So, einmal heilen. Was ist denn das denn für ein Schild? Schild der Ritter der Neuen. Sir Amiel. Die Priorei der Neuen. Ich habe den Leichnam von Sir Amiel gefunden, der offenbar vor Jahrhunderten bei der Suche nach dem Schrein des Kreuzritters starb. Vielleicht finde ich bei ihm Hinweise, die mir helfen, bei der Suche nach den Reliquien des Kreuzritters mehr Erfolg zu haben als er. Mission aktiv schalten. Ring von Sir Amiel. Knochenmehl. Tagebuch von Sir Amiel. Sir Amiel war Mitglied eines heiligen Ordens namens Ritter der Neuen, der sich der Suche nach den Reliquien des Kreuzritters gewidmet hatte. Seinem Tagebuch konnte ich die Lage des ehemaligen Hauptsitzes entnehmen, der Priorei der Neuen auf der Westebene. Sobald ich den Helm aus dem Schrein des Kreuzritters geborgen habe, sollte ich mich zur alten Priorei begeben. Laut Sir Amiels Tagebuch befindet sich der Helm des Kreuzritters in Pelinas Schrein. Schön, dass ich... Feinstahl Langschwert. Ich nehme den schon. Nein! Okay, warte mal. Ich trage 9 Kilo zu viel. Weg damit. Nochmal kurz auf die Map. Wie komme ich da hin? Tür mit Sir Amiels Schlüssel geöffnet. Apropos, mal schauen. Hier. Der macht nichts. Der macht nichts. Ist der besser als der? Der 9 Schild, der... Der hier ist tatsächlich besser als der hier, ernsthaft. Aber... Ja, dann behalten wir den, wenn der mehr Schutz bietet. Perfekt. So, wo muss ich lang? So, die nehmen wir mit. Na du? Wertvolles. Hier geht's auch nicht weiter.
Wenn hier rohe Zutaten. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Out. Out. Grünspore infiziert. Ja, super. Jetzt kämpfen. So, und ich muss irgendwo mal beten, damit wir wieder geheilt werden. Apropos, wahrscheinlich ist die Waffe jetzt fast hinüber. 76, ja, okay, deswegen ging es wahrscheinlich. Ach, von wo kommst du denn? Haben wir den nächsten? Ich habe bis jetzt keine Ahnung, wo wir rumlaufen. Hier sind wir jetzt einmal im Kreis. Der Gang fehlt uns noch und der hier. So. Seine Pfeile nehmen wir mit. So, hier wollten wir hoch, ne? Erstmal die Messingperlring. Das nehmen wir mit. Da haben wir den Helm des Kreuzritters. Ich habe den Helm des Kreuzritters zurückerlangt. Den ersten Teil der Reliquien des Kreuzritters. Jetzt, wo ich den Helm gefunden habe, sollte ich mich zur Priorei der Neuen begeben und nachsehen, ob sich der Brustharnisch des Kreuzritters immer noch dort befindet. Okay, schauen wir uns mal den Helm an. Gibt nur 3 Rüstung. Oh, der gibt nur 2. Also, okay, dann. Ruhige Schönheit zur Zauberspruchliste des Spielers zugefügt. Jetzt ist nur die Frage. Das Ding hier verarschen, dann gehen wir einfach so. Und da kommen wir auch nicht so weiter. Mist. Hier rum? Natürlich ist da auch wieder ein Geist. Erstmal die leichten, einfachen Gegner loswerden. So, und was haben wir an Silberwaffen gerade? Hier. Wir können keine andere Waffe. So. Erstmal fliegen. Ja,
So. Erstmal das und... Ach, mein Stuhl. Der nervt total damit, dass der mal so runterrutscht. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier so zurück. Ektoplasma hatten wir ja für irgendwen gebraucht. Ich weiß jetzt nur nicht mehr für wen. Und hier wollte ich jetzt nochmal schauen. Das müsste der Ausgang sein. Ach, hier oben sind wir. Okay. Ja, gut. Ich sehe gar nichts. In die Richtung müssen wir. Der Bereich wird geladen. Hallo. Es ist... Ihr seid es. Der Held von Quatsch. Das ist wirklich eine Ehre. Ich bin der Heldin von Quatsch. Wo muss ich genau hin? Nein! Ich wollte eine Schnellreise... Ja, okay. Ich wollte keine schnelle Reise machen. Jetzt haben wir aus Versehen gemacht. Ich könnte nicht warten, während Feinde in der Nähe sind. Wo sind Feinde in der Nähe? Apropos Dings. Reparaturhammer. Einen haben wir ja noch. Ich brauche mehr Hämmer. Gehen wir dann halt direkt dahin. Ich wollte echt keine Schnellreise machen. Ich bin jetzt irgendwie... Ich wollte eigentlich gucken, wo das ist und dann auf einmal aus Versehen auf okay gekommen. War ja richtig doof. Egal. Haben wir nur einen halben Weg dahin. Hier kann ich warten. So, bis 8 Uhr morgens, dann wird es wieder hell. Auch wenn hier irgendwie die Tage richtig schnell umgehen.
Also ich frage mich aber, ob wir es hier schaffen, jeden Skill. Zu meistern, sage ich jetzt mal, auf Maximum zu bringen. Morrowind hat das ein Weilchen gedauert, aber wie, was ist das? Ich habe gefunden Schlüsselbeinlager. Zeig mir. Warum wollt ihr nicht sterben? Würdet ihr sterben wollen? So, was habt ihr denn für Waffen? Dietrich auf jeden Fall. Eiserne Kriegsaxt. Eiserne Kriegsaxt. Ja, der Ring. Ja, das weiß nicht, ob ich da brauche. Ich liebe diese Musik einfach. So. Ey, aber jetzt fällt mir auf, wir sind jetzt mittlerweile schon querfeldein überall unterwegs. Ich finde es schade, dass in Skyrim aber diese Funktion nicht mehr da ist, dass man spezielle Waffentypen braucht, um gegen Geister zu kämpfen. So, ist es das, wo ich hin muss? Ich fange hier erstmal an. Kapelle der Pyrei, der neuen. So, automatisch speichern. Altar. Oh Locket, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen. Immerhin. Das ist eine Leiter. Gibt's hier vielleicht Truhen oder so? Ist das hier jetzt auf der Karte markiert? Ja. Priorei der Neuen. Flachs. Hackelei. Nochmal Flachs. Ah, okay. Das Bild. Da kann man nicht rein. Aber das Bild habe ich erkannt. So, wie ist es da drinne? Leben Uriel Septim des Siebten. Eine kurze Lebensbeschreibung von Uriel Septim des Siebten von Rufus Hain. Dritte Ära 368 bis dritte Ära 389. Wie erzählt er das Leben? Nehmen wir erstmal mit, weil das interessiert mich schon. Sir Amiels Ring passt genau in die rautenförmige Öffnung am Fußboden.
gleich. Jetzt will ich erstmal das Gebäude hier. Das ist leer. Die Adabal-A. Hier werde ich das auf jeden Fall nicht mitnehmen. Kann ich die Hütte für mich behalten? Das Lied von Peninal, Band 7. Ich nehme die mal nicht mit. So, boah, ich hasse diesen Stuhl wirklich. Greifzirkel, eiserner Dolch, eiserner Langschwert. Hier gibt's auf jeden Fall einen Schrank. Stundenglas, Metallhumpen waren das. Eisenhelm, Eisenbogen, Eisenpfeile. Schild der Ritter der Neun. Ich würde vielleicht den mit da reinpacken. Dann sind es hier zumindest drei. Ritter der Neun, Brustharnisch. Okay, warte mal. Grab von Sir Thorolf. Grab von Sir Casimir. Grab von Sir Henrik. Grab von Sir Caius. Grab von Sir Ralvas. Grab von Sir Junkern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bei der Stärke und Führung der Neun. Wer tritt auf diesem heiligen Boden vor uns und sucht nach dem Brustharnisch des göttlichen Kreuzritters? Tretet vor, Abenteurer, und stellt euch uns in ehrenhaftem Kampf. Denn wir werden die Eide, die wir im Leben nicht gehalten haben, im Tode ehren. Keine unwürdige Seele soll Hand an dieses heilige Artefakt legen, ohne dass die Ritter der Neun es gestatten. Sir Gregory, ihr seid besiegt. Sir Casimir, tretet vor. Achso, ich muss gegen jeden einzelnen kämpfen. Okay, ich dachte alle gleichzeitig. Ich glaube, ich brauche da eher die Dinger. Beeindruckend, ihr habt Sir Casimir besiegt. Jetzt stellt euch Sir Ralvas. Oh!
Ich, Survivors? Okay. Sir Rasmus, mir ist ein Gefallen. Tretet zurück und lasst die Herausforderung weitergehen. Sir Henrik, tretet vor und bewerbt euch. Er ist von Henrik. Sir Caius ja auf die Probe stellen. Hey! Okay, er ist ein bisschen schwieriger. So, wiederherstellen Stärke. Jetzt habe ich keine Heiltränke mehr. Also zwei muss ich noch, beziehungsweise mit ihm drei. Ihr beweist eine Wildheit des Glaubens, die ich seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen habe. Doch nun tretet ihr gegen Sir Junkern an. Okay, der war einfacher wieder. Ihr habt verloren, Sir Junker. Sir Thorolf zeigt dem Herausforderer die Wildheit der Nord. Der Nord? Der neuen gestellt und überlebt. Doch nun steht euch die letzte Prüfung vor. Wahrscheinlich ihr. Macht euch bereit, Ritter, und bietet mir die Stirn. Gegen Amiel. Okay. Out. Hey. Okay, das war viel einfacher, als ich gedacht hatte. Ritter, in 300 Jahren hat sich uns niemand gestellt und überlebt. Tretet vor und nehmt, was rechtens euer ist. Möge euer Glaube stark sein. Ich habe die gespenstischen Wächter des Brustharnisches des Kreuzritters alle besiegt. Jetzt kann ich ihn für mich beanspruchen. Brustharnisches Kreuzritter. Ich habe den Brustharnisch des Kreuzritters gefunden. Ich sollte mit den Geistern der ehemaligen Ritter der Neuen sprechen, um zu sehen, ob sie mir bei meiner Suche nach den restlichen Reliquien des Kreuzritters helfen können. Bei den Neuen. Solche Stärke habe ich noch nie gesehen. Könntet ihr... Nein. Das könnt ihr nicht sein. Ihr seid einfach nur ein edler Ritter. Helm des Kreuzritters? Ihr habt die Suche abgeschlossen, die ich nicht schaffte. Ich bin froh, dass mein Tod wenigstens dazu diente, euch hierher zu führen, wie ich gehofft hatte. Ritter der Neun. Der ursprüngliche Orden wurde in der Absicht gegründet, die Reliquien des Kreuzritters sicher zu verwahren. Im Leben sind wir an dieser Aufgabe gescheitert. Im Tod versuchen wir, das Wenige zu erhalten, das wir erreicht haben, während wir darauf warten, dass jemand kommt und beendet, was wir begonnen haben. Sir Berich? Einer der mächtigsten Ritter meiner Zeit. Das Ansehen des Ordens erhielt einen starken Auftrieb, als er beitrat. Leider stimmten wir in gewissen Angelegenheiten nicht überein.
Er verließ den Orden im Krieg des Roten Diamanten und kehrte nie zurück. Geht mit den neuen Ritter. Okay, quatsch mal mit Sir Casimir. Ich weiß, wo ihr die Handschuhe des Kreuzritters finden könnt, weil ich derjenige war, der sie verlor. Obwohl viele wissen, wo sie sind, bleiben sie dennoch verloren. Es gibt da wohl etwas, das ihr tun müsst, um sie wiederzubekommen. Wollt ihr meine Geschichte hören und vom Schicksal der Handschuhe erfahren? Bitte sagt es mir. Ja, komm. Als der Orden zerfiel, folgte ich Sir Berig in den Krieg und nahm die Handschuhe mit. Als alles vorbei war, kehrte ich nach Cyrodiil zurück. Ich versuchte, mich wieder in den Dienst der Neuen zu stellen, aber der Krieg hatte mich verändert. Ich hatte kein Mitgefühl mehr für die Schwachen und Notleidenden. In der kurzen Zeit, in der ich dort war, habe ich der Kapelle eher geschadet als geholfen. Dort wurde ich auch verflucht. Verflucht? Was meint ihr damit? Ein Bettler, der jeden Tag zur Kapelle kam, strapazierte meine Geduld einmal zu oft. Ich verlor die Fassung und schlug ihn. Mein Schlag fiel härter aus, als ich beabsichtigt hatte, und er fiel tot zu Boden. In der Kapelle der Göttin der Gnade getötet. Natürlich verließ ich sofort die Kapelle, aber der Schaden war schon angerichtet. Ich fühlte mich schwach, ständig müde und völlig kraftlos. Und wie steht's mit den Handschuhen? Ach ja. Als Beweis meiner Tat glitten mir die Handschuhe von den Händen und fielen zu Boden, als ich den armen Mann schlug. Sie wurden schwer wie Stein und ließen sich nicht mehr bewegen. Niemand konnte sie aufheben. Ich vermute, dass sie noch immer dort in der Kapelle von Korol liegen. Ihr müsst euch vor Stenda als würdig erweisen, die Handschuhe aufzuheben. Sucht die Priester in Korol auf. Vielleicht können sie euch helfen. Okay, Fluch. Ich wurde damit belegt, weil ich mich den Lehren Stendars in seiner Kapelle widersetzt habe. Dieser Fluch ist das Verderben meiner ganzen Familie. Ob es mit dem Schicksal der Handschuhe zusammenhängt, weiß ich nicht. Die Handschuhe des Kreuzritters? Sie liegen gewiss noch immer in der Kapelle von Stenda in Korol. Kein Sterblicher könnte sie aufheben. Die Ritter der Neuen? Wir hatten nur die besten Absichten, wirklich. Wir wollten nur den Neuen und dem Kaiserreich dienen. Kaum zu glauben, dass alles so schief gegangen ist. Geht mit Tugend! Okay, Sir Albert? Ich zolle euch Tribut, Ritter. In 300 Jahren hat niemand die Prüfung bestanden. 400 Jahre lang hatten wir alle Hoffnung verloren. Doch zum ersten Mal scheint es, dass jemand dort Erfolg haben könnte, wo wir versagt haben. In euch sehe ich die Chance, unsere Seelen zu retten und den Orden wieder aufleben zu lassen. Und nun muss ich euch bitten, da weiterzumachen, wo ich es nicht konnte. Ich muss euch bitten, euch der Herausforderung Zenitas zu stellen. Wie habt ihr versagt? Ich war anmaßend und tollkühn. Ich strebte nach persönlichem Ruhm. Ich gab meinem eigenen Willen und meiner eigenen Begierde nach Ruhm Vorrang vor dem Willen der Neuen. Beim Versuch, mich der Herausforderung Zenitas zu stellen, habe ich versagt. Ich habe hunderte von Malen versucht, den Streitkolben zu erreichen. Jedes Mal fiel ich. Und jedes Mal erwachte ich in der Kapelle und sprang erneut. Ich versuchte, die Unterstützung der anderen Ritter zu gewinnen, doch niemand kam mir zu Hilfe. Die Inschrift lautet: Gehe im Glauben. Doch selbst jetzt weiß ich nicht, was das bedeutet. Und was muss ich tun? Unter der Kapelle Zenitas in Leyavin liegt ein Schrein für den großen Handwerksmeister, den heiligen Kaladas. Wer den Streitkolben sucht, muss an diesem Schrein beten. Wenn ihr euch verneigt, erhaltet ihr eine Vision. Oder auch nicht. Das ist nicht ganz klar. Die Priester sahen nicht, dass mein Körper sich bewegte, doch es fühlte sich so wirklich an. Ihr werdet den Streitkolben sehen, von euch getrennt durch einen tiefen Abgrund. Der Abgrund stellt euren Zweifel dar. Euer Glaube muss euch hinüberführen. Mein Glaube wird mich leiten? Das ist alles, was ich weiß. Wie ich schon sagte, mein Glaube war zu schwach. Ich habe die Prüfung nicht verstanden und fiel jedes Mal von der Plattform, wenn ich versuchte, hinüberzukommen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Nun müsst ihr nur noch beweisen, dass ihr würdiger seid als ich. Wenn ihr nach dem Streitkolben sucht, reist zur Kapelle in Leyavin. Kniet am Schrein in der Krypta nieder und lasst euren Glauben an die Neuen zur Rettung für uns alle werden. Die Handschuhe des Kreuzritters. Als sich der Orden auflöste, ging Casimir mit den Handschuhen fort.
Ich habe gehört, dass er sie verloren hat, aber damals hatte ich eigene Probleme zu bewältigen. Mace of Zenitha, also Stadtkolben des Zenitha? Die Legenden besagen, dass als Pelinal Weißplanke von den Eileiden erschlagen wurde, ein Bote den Streitkolben als Nachricht zur Menschensiedlung Leyavin brachte. Jahrhunderte später erbaute der heilige Kaladas, der Handwerksmeister, die Kapelle des Zenitha in Leyavin, um der Legende zu huldigen. Als man den heiligen Kaladas zur Ruhe legte, begannen jene, die an seinem Grab zu Zenitha beteten, Visionen des Streitkolbens des Kreuzritters zu sehen. Ritter der Neun. Unsere Gier nach den Reliquien überschattete unseren Glauben an die Neun. Ich kann nur hoffen, dass ihr stärker seid, als wir es waren. Bei mir hängt auch ein bisschen Gier mit drin, sorry. Von den ursprünglichen Göttlichen gilt Zenitha als derjenige, der die engste Verbindung mit dem Reich der Sterblichen hat. Laut manchen Legenden ist Zenitha eng mit Kynaret verbunden. Eine Vorstellung, die durch die Interaktion der Reiche der beiden Götter gestützt wird. Handwerker, die Zenitha treu ergeben sind, können aus den Materialien, die Kynarets natürliche Welt ihnen liefert, ihre Werke schaffen und davon profitieren. Die beiden arbeiten in Harmonie. Die natürliche Welt sorgt für den Handwerker. Man kann Zenitha nicht verehren, ohne die Macht Kynarets anzuerkennen. Geht okay. Da muss ich noch einige anquatschen hier. Wenn ihr die Lehren des Julianos treu befolgt, ist es möglich, dass ihr den Schild des Kreuzritters findet. Was meint ihr damit? Als der Orden zerfiel, brach ich alleine auf. Nach Jahren des Suchens fand ich den Schild und brachte ihn zur sicheren Verwahrung in die Festung Bulwark. Mit Hilfe einiger vertrauter Freunde machte ich mich daran, den Schild bis in alle Ewigkeit sicher zu verwahren. Doch ich brachte mein Werk nie zu Ende. Ich starb bei dem Versuch, die Festung gegen jene zu verteidigen, die den Schild stehlen und zu unrechten Zwecken gebrauchen wollten. So sah ich unser Werk nie vollendet. Ich hoffe, dass die anderen ohne mich weitergemacht haben. Festung Bulwark? Es liegt südöstlich von Cyrodiil, nahe der Grenze von Schwarzmarsch. Wenn alles nach Plan gegangen ist, wird es jetzt sehr gut bewacht. Glaubt an euch selbst und macht klugen Gebrauch von eurem Wissen. Ihr werdet unversehrt passieren und der Schild wird euch gehören. Nochmal Festung Bulwark. Sucht südöstlich von Cyrodiil danach. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was drinnen ist, aber macht euch auf alles gefasst. Okay, Julianus. Geschichte und Wissen sind seine Domäne. Er ist der Gott der Weisheit und der Logik. Er lehrt uns, erkennt die Wahrheit, beachtet das Gesetz, sucht im Zweifelsfall Rat bei den Weisen. Streitkolben auf des Zenitha. Sir Ralvas suchte nach Sir Berichs Verrat nach dem Streitkolben. Er glaubte, mit dem Streitkolben könnte er den Rest von uns zusammenbringen. Er blieb monatelang in der Kapelle von Leyavin und versuchte sich wieder und wieder an der Prüfung. Er aß kaum, schlief kaum. Schließlich scheiterte er. Er verließ die Kapelle als gebrochener und geschlagener Mann. Sir Amiel fand seine Leiche und legte ihn hier bei der Priorei zur Ruhe. Ritter der Neun. Obwohl wir nach dem Fall des Ordens unsere eigenen Wege gingen, dienten wir alle im Herzen den Neun. Alle bis auf einen. Okay, wer war der Letzte? Der Schild wird in der Festung Bulwark verwahrt. Er wird bewacht und bei der Suche danach müsst ihr vorsichtig sein. Möge euer Schwert immer treffen. So, Sir Gregory. Seid gegrüßt, Ritter. Ritter der Neun. In Glaubensfragen darf man sich nicht von weltlichen Dingen fesseln lassen. Lernt von unserem Beispiel. Legt eure Schätze ab und dient den Neun. Schild des Kreuzritters. Sir Henrik wurde nicht in den Krieg hineingezogen, wie so viele andere von uns. Seine Gedanken kreisten stets um den Schild. Okay, er hat nichts Neues. Die Neuen mögen euch den Weg weisen. Fehlt hier nicht noch einer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Hier fehlt doch einer. Ich will, dass ihr Erfolg habt, wo ich versagte. Ich war auf dem Weg zu den Stiefeln des Kreuzritters, doch ich starb, bevor ich sie erreichen konnte. Möchtet ihr das Wenige erfahren, das ich weiß? Erzählt mir mehr. Ich kann euch nicht genau sagen, wie ihr die Stiefel findet, denn das liegt in Kynarets Hand. Ich kann euch allerdings raten, ihre Priester aufzusuchen. Westlich der Kaiserstadt, am Rand des großen Forsts, steht ein Schrein. Dort findet ihr sie und sie werden euch sagen, was ihr wissen müsst. Okay, Ritter des Neuen? Die Kriege der Menschen richteten den Dienst für die Neuen allmählich zugrunde. Macht nicht die gleichen Fehler wie wir. Schild des Kreuzritters. Sir Henrik verbrachte seine Tage mit der Suche nach dem Schild. Er war fest entschlossen, das waren wir damals alle. Stiefel des Kreuzritters. Die Stiefel werden von Kynaret selbst beschützt. Ihr müsst geprüft werden und euch als würdig erweisen, sie zu gewinnen. Die Neuen mögen euch den Weg weisen. Sir Kai? Wie kann ich euch dienen, Kommandant? Die Handschuhe des Kreuzritters. Die Handschuhe wurden von Sir Casimir wiedergefunden. Einer der wenigen Siege während unserer Zeit. Aber dann führten selbst unsere Siege zu unserer Niederlage. Und Ritter der Neuen? Im Tod setzen wir die Arbeit fort, die uns im Leben entgangen ist. Die Reliquien müssen immer noch bewacht werden. Eines Tages werden sie wieder gebraucht. Sir Berich? Ach, mein alter Kamerad weilt nicht hier unter uns. Wir wissen nicht, warum sich sein Geist uns nicht hier angeschlossen hat, um die letzte Reliquie zu bewachen. Wir waren im Leben entzweit, doch ich hatte gehofft, wir könnten uns im Tod versöhnen. Ich für meinen Teil weiß nun, dass ich weitgehend schuldig bin am Verfall des alten Ordens. Sir Amiel nimmt zu viel auf sich. Mehr will ich nicht sagen. Sir Berich ist wahrscheinlich derjenige, der abhandengekommen ist von den Ritter der Neuen. Ich habe mit den Geistern der Ritter der Neuen gesprochen und erfahren, wo mehrere Teile der Rüstung des Kreuzritters verborgen sind. Ich sollte hier zurückkehren, wenn ich sie alle gesammelt habe. Aber wo ist, Torolf? Sir Torolf. Torolf. Ich stehe euch zu Diensten, Kommandant. Handschuhe des Kreuzritters. Sir Casimir nahm die Handschuhe mit, als er in den Krieg zog. Wer hätte versucht, ihn aufzuhalten, angesichts dessen, was Berich geschehen war? Ritter der Neuen? Selbstzufriedenheit erwies sich als unser größter Feind. Der Dienst an den Neuen erfordert ewige Wachsamkeit. Die okay, Neuen jetzt. Mögen euch den Weg weisen. Jetzt haben wir mit allen einmal gesprochen, außer Sir Berich, der fehlt. Warte, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist es wieder 7. Und dann der hier 9. Also die Mitte ist wahrscheinlich Sir Berich, der fehlt. So, aber ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.